Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Holz the Map in Holz the Map Crummy. So, wir schieben das da oben mal eben am Grauhof zusammen. Mal gucken, wie viel das überhaupt gibt. Wenn nicht, fahren wir da glaube ich gleich noch eben ein bisschen Gülle drüber oder so. Aber Kompost haben wir nämlich glaube ich nicht so viel. Ne? Weiß auch noch nicht so genau. So, gleich ist mal hübscher. Oh, hier wird nicht viel Mist sein. Da lohnt es schon egal zu vorne. Ja, kannst du von ausgehen, dass das nicht lohnt. Ne, ja, das lohnt nicht. Wir machen eben ein Bild. Druck! Wie die Shit hier eben zusammen. Wenn wir gerade hier sind, können wir auch gleich eben kurz den Blockschneider hinter machen. Ne? Ja. Das lohnt nicht. Das lohnt ja bei weitem nicht. Auch nichts drin. Ja, manchmal ist das nicht so einfach, das zu sehen. Ne? Das ist ein bisschen der Nachteil. Das spawnt ja hier so komisch, ne? Nix in der Pike. Schickram. Da war aber ein ganzes Schüppchen. Schüppchen. Eine Pike voll happy. Ah, da lohnt nicht zu vorne. Also mehr Arbeit wie alles andere mit. Das sind das, was hier liegen. So. Wenn man ist an dem Blockschneider noch was dran, ne? Hier war das, ne? So, guck mal, jetzt siehst du auch was. Da ist eine Silage drüpp, ne? Versorgen wir die ihm kurz. Viel brauchen die wahrscheinlich nicht, aber... Dann ist das erledigt. Dann steigen wir ihm vorher aus. Lassen wir ihm... Silage, ja. Das, was wir drauf haben, passt rein und ein bisschen was. Mach mal eben leer. Dann sind die nämlich auch gleich wieder glücklich. Muss man immer ein bisschen aufpassen, ne? Weil. Ja, auch gerne das noch reinschmeißt, was drauf ist, obwohl das Ding voll ist, ne? Wie gesagt, muss man ein bisschen aufpassen. Das war ein bisschen sportlich, wa? Ja, mit Stroh, das ist nicht so einfach, ne? Wir müssten eigentlich mal einen Einstreuer kaufen. Das ist nämlich nicht so schicke Feine hier. Und da ist aber auch nicht mehr viel heute drin, ne? Das passt zwar alle rein, komm, dann schmeißen wir eben Stroh rein. In den Mischwagen, wenn wir Glück haben. Können wir dann nämlich... Ja, moin, Uchi. Wie ist die Lage? Alles gut oder was? Sag mal.
Schicken Schlüpper haben wir, ne? Guckst du unten drunter? Alles tutti noch? Oder was? Sag mal. War gut? Okay. Hatte nichts zu meckern. Gehe ich mal davon aus, dass das alles gut war, ne? Oh. Wir müssen eh gleich drehen. Oh, ich fahr wie ein junger Gott, ne? Nicht. Dann bleiben wir eben da stehen. Kriegen wir auch direkt Stroh. Aber Stroh brauchen wir nicht viel, ne? Nachteil ist halt, dass du das mit einem Einstreuer oder eigentlich mit einem Einstreuer machen musst, oder? Bin mir doch auch nicht so sicher. Ich krieg das nur so da rein. So, aber dann haben wir den Stall hier auch gleich schon mal wieder schicki funny versorgt. Und haben da keinen Stress mehr mit. So, aber hüpfen wir eben raus. Gucken wir noch, wie viel die brauchen an Stroh. Das ist fast nix. Etwas mehr als 1000 Liter. Das kriegen wir hin. Jetzt siehst du gar kein Stroh an, oder was? Das ist echt kriminell hier, ne? Sag mal, wie haben wir denn letztes Mal hier Stroh reingekriegt? Ich weiß gar nicht mehr. Bin ich am falschen Trigger? Nee, ich bin am richtigen Trigger. Heiliges Blatt, ne? Na, spuck mal einer in den vollen Zug. Wir müssen da reinfahren. Das ist ja nicht. Das ist doch Stroh ist doch hier vorne. Ich bin mir so weit von 100% sicher, dass hier Stroh ist. Schickram. Stroh ist hier vorne. Haben wir das letzte Mal mit dem Einstreuer reingemacht? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Schickram. Wir fahren hier nochmal ganz dran, ne? Und dann ist es passiert. Ich möchte keinen Strom. Komm, dann schmeißen wir das eben hinten bei den anderen rein. Bei der Mutterkühe. Dann haben die wenigstens Strom. Aber die brauchen, glaube ich, gar nicht so viel, ne? Wir können ja nicht das ganze Stroh hier sinnlos verbollern. Oh, eben gucken, wie viel die brauchen. Wohl, das wäre ja doof. Die brauchen ja fast gar nichts an Stroh. Nun auch nicht. Na komm, machen wir da eben 500 Liter rein. Dann sind die hier erstmal wieder glücklich. Liter, ne? So langsam wieder rauskutschern. Es geht alles heilen lassen. Und dann langsam hochschalten, ne? Damit du aus dem Mädchengang rauskommst. Heiliges Blech, du. Irgendwas ist immer, ne? Jetzt haben wir die ganze Folge nur mit so einem Tüterkram hier wieder verbracht.
Wo ich wieder nicht weiß, warum der keinen Strom nimmt. Wie haben wir das denn letztes Mal reingemacht? Nur einen Einstreuer? Nee, wir haben das letztes Mal mit Mischwagen hier reingemacht. Ich bin mir felsenfest sicher. Jetzt sag nicht, das geht wieder nur mit dem anderen Futtermischwagen. Ja, schicki funny. Läuft. Dafür habe ich mir extra Mischwagen gekauft, du. Muss man einen Einstreuer ran organisieren. Ja, müssen wir morgen Einstreuer ran organisieren, das nächste Mal. Und das ist ja Müll so. Müssen wir uns nichts vormachen. So, wenn ihr jetzt was siehst, bist der Held von Eppelfeld. Seh nichts. Nicht mal im Spiegel. Doch, da sehe ich was. Komm mal schöner am Balken. Ja, so nah nicht am Balken dran. Das war doof. So rum. So muss passen, ne? Schicka, da müssen wir echt um einen Einstreuer uns ran organisieren. Wie zu drauf hinauslaufen, wa? Nicht schön. So, streuen wir die letzten 3000 Liter Mist eben. Dann haben wir das auch erledigt. Chico. Kriegen wir 5000. Und Alra tut er sich richtig schwer. Komisch, ne? Zynisch. So passt es nicht. Ne? So, was? Das ist aber auch ein Schaden, ne? Das ist blöd. Boni. Das ist halt komisch, Freunde. Und wir noch ein bisschen was von dem Zeug hatten. Ja, dann müsste ich aber auch bei konzentrieren. Das Spudeln tut er da ganz gut, ne? So ein bisschen dann rumliegen, ne? Ja, hier war alle. Und? Gott. Nichts passiert. Das war so taktisch geplant. Schickram, das war ja nicht viel Mist. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen mehr, du. Oh, Allrad wieder aus. Und hier steht der Trecker dabei, aber... So gut in der Rolle. Ja. Nicht. Ja, mal gucken, ob wir den noch oben hingestellt kriegen und brauchen. Und dann läuft der Laden erstmal. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.